schlammerne Frau. Sag mal, was fällt denn dir ein? Den Herrschaft mit dem stinkenden Bauern aus dem Platz wegnehmen? Raus, Schlechte! Wie diese ganzen Magyaren und Tschechen und Juden in einen engen Hof treiben und die Menschen traktieren. Taug ich nicht, Sir. Dann lieber betteln und stillen. Und was macht der Herr Kaiser? Herr Geherzl, wo bleiben Sie denn? Wir warten alle nur auf Sie. Ich habe mich nur noch fein gemacht für die Dame. Entschuldigt. Hier schauen bitte, Herrschaften. Ich kann dieses Gedudel nicht mehr hören. Hey, wer glaubst du, dass du bist? Der liebe Gott? Ja, mein Name sei gepriesen. Ich habe gerade zwei neue Gebote erfunden. Erstens, auch wenn manche Menschen glauben, sie seien Herrn, es gibt nur einen Gott. Und der bin ich. Zweitens, alle Menschen sind gleich. Denn auch die Schwarzen scheißen braun. Aha. Dann mach doch ein Wunder. Ja, schon. Letztes Mal her schon, die Herrschaft, bitte. Ich sehe was, was du nicht siehst. Zum Teufel siehst du nur in einem Kragen wie mir. Ich bin arm, alt und hässlich. Nicht so ein blonder Wiener, Lipizzaner Hengst. Schlomo, niemand kann so gut Geschichten erzählen wie du. Es ist kühler geworden, seit Lobkowitz das Gewitter hergezaubert hat. Ist er wirklich Gott? Lobkowitz ist natürlich nicht Gott. Das ist ein kaputter, koscher Koch, der von seinem Chef Moskowitz gefeuert wurde, weil er Schmelzkäse mit Tafelspitz gemischt hatte. Das darf man nicht. Ach, das ist eine Beleidigung mussarischer Gesetze. Aber wenn er gar kein Gott ist, warum sagst du es ihm nicht? Und lässt dich ständig quälen, als ob er einer wäre. Den Most, den du selbst trinkst, gib auch dem anderen. Von dem Essig war schon noch deinem Nächsten. Siehst du, das ist die jiddische Lehre. Vielleicht tut mir dieser Gott auch leid. Schließlich ist jeder Mensch eine Art Gott. Anfang und Ende der Welt, das Alte und das Neue Testament, die Wunder und die Prophezeiungen aller Zeiten stehen hier, alles in einem Band. Ja, unter uns, worauf wartest du noch? Aber ich hab ja schon Bibel.
Ausgezeichnet, mein Freund. Für Leute, die schon alles haben, haben wir... haben wir Fanny Hill. Außen Bibel und innen Erotik. Fanny Hill, das gefallene Mädchen von schlechten Männern missbraucht. Unverlassen. Hier steht alles drin. Ja, greif zu, frommer Freund. Wenn du jetzt nicht zugreifst, dann machst du dich verdächtig, pleite zu sein. Mögen dir alle deine Zähne ausfallen, bis auf einen. Und der soll dich schmerzen bis ans Ende deiner Tage. Ja, ich war nur ehrlich zu dir. 1000 Flöhe sollst du haben und nicht eine Hand zum Kratzen. Tut mir leid, dass ich dich Lobkubitz genannt habe. Statt den Heiligen. Ja, statt den Heiligen. Sein Name sei gepriesen. Aber ich war in Gedanken. Ich schreibe ein Buch. Für mich? Nein. Über mich? Nein. Der Umsturz muss kommen. Blut muss fließen. Nicht. Es wird nicht aufwärts gehen mit diesem Land, solange noch ein einziger Jud hier leben darf. Wenn ich in der Hofburg sitzen würde, mein Gott, ich würde diese verfluchten Juden jagen, bis sie alle weg sind, diese Blutsauger. Was ist jetzt der Goschen? Da ist doch wahr, eine starke Hand muss kommen, am besten die Armee. Ein schneller Krieg wird alle unsere Probleme lösen. Es gibt nur ein Buch. Und das ist schon geschrieben. Dieses Buch sagt alles über alles. Auch über den Kaffee, mit dem du dich gerade bekleckerst. Nein. Ich muss mein eigenes Buch schreiben, um das Böse aus meinem Herzen zu vertreiben. Bevor das Böse mich vertreibt. Schau nicht in den Abgrund. Sonst schaut der Abgrund in dich. Ja. Jeden Morgen, wenn wir hier raus müssen, da zerbreche ich mir vergeblich den Kopf. Ach Gott, wie ich anfangen soll. Wenn du nicht über den Anfang hinauskommst, musst du vor dem Anfang anfangen. Sag mal, spinnst du? Schau, dass du eine kommst, du psoffener Sack, du! Grüß Gott, Verzeihung. Dann nimmst du ihn mit eine. Bitte schön. Ja, was gibt's jetzt? Wir kommen mit zu Frau Merschmeyers Asyl für heimatlose Künstler. Mein Leben soll es heißen. Mein Leben? Ja. Das soll ein Titel sein für einen potenziellen Klassiker? Grüß Gott. Hitler, Adolf. Ja, wie wär's mit Memoiren? Entsetzlich. Memoiren? Würde deine Mutter ein Buch kaufen, das Memoiren heißt? Ja, komm, ich bin weise, ja? Wie wär's mit Schlomi und Julia oder Schlomi und Isolde oder die Leiden des jungen Schlomo? Ach komm, das ist doch alles. Wie wär's mit meinem Kampf? Jetzt haben sie's. Wer hat sie gefragt? Na! Ist ihr Zimmer Nummer 4? Ja, nur alle wohnen in Nummer 4, ja? Hat ihre Mutter ihnen keine Manieren beigebracht? Doch, hat sie. Und ihr habt ihre Ermahnungen getreulich erfüllt, trotz meiner tief verwurzelten Abneigung Autoritäten gegenüber. Was sich schlussendlich in dem unverrückbaren Entschluss kristallisierte, nicht in die Fußstapfen meines seligen Vaters zu treten, der auch... in der Stadt des Walzers mein Glück zu suchen. Eine Bestimmung, die mir doch mein beträchtliches zeichnerisches Talent vorgegeben ist. Ich habe Ihnen eine einfache Frage gestellt. Ich erwarte eine einfache Antwort. Nicht das Nibelungenlied. Was Sie widerwärtig, ekelerregend findet, von einem Ausländer, ist Ihr Versuch,
meine sprachliche Könnerschaft auf ein lächerliches Ja- und Nein-Spiel zu reduzieren. Das kann ja was werden. Ausländer ist gut. Hier sind Sie Ausländer. Also bitte ganz ruhig, ja. Nochmal von vorne. Hat Ihre Mutter Ihnen keine Manieren beigebracht? Dies ist nicht Ihre Wohnung. Sie trampeln hier rein und verletzen meine Intimsphäre. Ja, gerade habe ich hier an einem Buch gearbeitet. Bis Gott mich unterbrach. Wer? Naja, nur Gott. Ist tot. Denkst. Wetten? Schon verloren. Ihre Mutter hat versucht, Ihnen beizubringen, dass man klopft, bevor man eintritt. Schlau. Schlau. Ihr könnt ihre undeutschen Argumente in Fetzen reißen. Aber dazu lass ich mich nicht herab. Um meinen Großmut zu beweisen, gib ihn nach. Zufrieden? Ja, Sie haben geklopft und sind eingetreten. Das ist falsch. Richtig ist, man klopft, wartet, bis drin herein gesagt wird und tritt ein. Also, nochmal. Entrez. Ach, ja, na bitte, geht doch. Kaffee? Na. Milch und Zucker? Beides. Ja, haben wir nicht. Das einzige freie Bett ist da. Komm, was will ich? Hau ab, komm. Sie haben ja gar keinen Mantel. Na. Ja, Sie können meinen haben. Es ist, solange ich schlafe. Ihr Hals wird nur bis zum Morgen. Die Sachen gepackt und raus aus die Zimmer. Länger schlafen macht euch auch nicht schöner. Das gilt für dich auch, du kleine Tiroler Schlampen da oben. Ja, was ist jetzt? Packen wir's heute noch, oder was? Ja, ja, gehen wir, gehen wir. Eine ganz wunderbare Erdäpfelsuppe. Und wer was drin findet, der darf essen. Gell? So. Und der nächste, bitte. Der nächste, bitte. Komm. Schön über dem Kessel. Na, sag mal. Der nächste. So. Bitte schön. Kessel! Das essen Sie eh nicht. Bitte der Nächste. Danke, Jud, für den Mantel. Ja. Mein Vater hat mich davor gewarnt, alles zu glauben, was man im Wind sagt. Ich rate dir nicht, alles zu glauben, was dein Vater zu dir sagt. Ich hab meinen Vater geliebt. Unseren grandiosen Generationskonflikt will ich nicht leugnen. Mach auf! Wo ist dein Zeugnis, Adolf? Ich brenn dich um! Mach dich gleich auf, Bob! Ich werd Grafiker, Vater. Nie im Leben, entgegnete er. Aber nun erst recht! Sag ich. Schon in der Schule war der weitaus beste Zeichner meiner Klasse. Danke. Das ist er.
Post von der Kunstakademie, Herr Hitler. Sie wurden zur Aufnahmeprüfung zugelassen. Du wusstest das. Hier unterschreiben. Aber wieso wussten Sie, dass ich zugelassen wurde? Die Abgelehnten bekommen dickere Umschläge. Ihre ist ja ganz dünn. Oh, dürfen wir sehen? Eine Art radikaler Realismus. Hier Stillleben. Gugarutz im Zwielicht. Ja, das ist erstaunlich. Ja. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Mir auch. Mit zerlassener Butter. Höchstens gedünstet. Hier, Wissenswasser-Aquarell ist. Wir haben davon gehört. Ich nenne es mein Hund im Zwielicht. Es ist mein Hund. Das habe ich mir gedacht. Bitte beachten Sie die perfekte Perspektive, mit der sein treuer Blick. Die mögen Zwielicht. Eine künstlerische Herausforderung, jawohl. Hier. Eine ehrerbietige Kohlezeichnung. Mutter beim Erbsenschälen. Im Zwielicht. Ja, das ist wirklich sehr, sehr ergreifend. Das ist der Himmel der Künste. Dann kommen Sie, Hitler. Hm? Ist nicht gerade schön, sind wir auch noch mehr reich. Naja, das sind ja die Herrenwerte, oder? Ja! Was ist, Hitler? Ist doch alles bestens. Wie soll ich studieren ohne Mutters Tafelspitz? Wie machen die Themen für die Aufnahmeprüfung nervös? Austreibung aus dem Paradies. So ein Schmarrn. Alles figurativ, das ist nur wirklich mit meinen Stärken. Paradies, Hitler. Mit Hitler? Wo gehen Sie hin? Ich würde mir gern nach dem Preis für das Bilderbuch erkundigen, das Sie im Schaufenster ausgestellt haben. Shalom. Grüß Gott. Es tut mir leid, ich verkaufe keine Bücher. Ja, aber im Schaufenster ist doch ein Buch. Gewiss, mein Herr, das Buch Mose. Ja, und das Buch würde ich gern kaufen, Herr Mose. Es tut mir leid, mein Herr, aber das hier ist kein Buchgeschäft. Ja, was ist es denn dann? Ja, das ist so, ich bin Isaac Mandelbaum, Beschneider der hiesigen jüdischen Gemeinde. Warum haben Sie dann ein Buch im Schaufenster? Warum stellen Sie nicht etwas aus, was Ihr Handwerk darstellt? Und was glaubt der Herr, soll ich in den Schaukasten hängen? Aber vielleicht kann ich Ihnen anders behilflich sein. Ihr wisst nicht wie. Sie kommen nicht zufällig aus Leonding, wenn ich fragen darf. Linz. Woher wissen Sie das? Sie sind geboren zwischen 1885 und 1889. Ja, stimmt genau. Kennen wir uns? Nein, aber zu jener Zeit hat gewirkt dort mein Kollege Reb Moshe als Mohel. Reb Moshe hat nie machen können einen geraden Schnitt. Deshalb bepinkeln Sie immer Ihr Hosenbein. Schauen Sie, die Tropfen sind noch nicht getrocknet. Beschnitten? Ich! Eine bodenlose Frechheit! Mein Blut ist rein wie Treibschnee. Ihr Stamm einer Rasse zäh wie Leder, flink wie Kruppstall und hart wie Windhunde. Beruhige Sie sich, junger Mann. Wie heißen Sie nochmal? Hitler. Sie haben recht, Sie sehen gar nicht jüdisch aus. Ja, und Sie schauen auch nicht chinesisch aus. Schlau, schlau. Sie wollen, dass ich sage, aber ich bin gar kein Chinese, dann könnten Sie zurückgeben. Aber ich bin gar kein Jude. Ich weiß, was ich weiß. Ihre Vorfahren kommen bestimmt aus, na? Lemberg? Ja, ein entfernter Cousin. Ja, welch glücklicher Zufall. Willkommen in Wien. Cousin aus Lemberg? Reden's doch kein Stuss! Stuss, ja. Ein Wort aus dem Talmud ziehen. Im Wiener Meldeminister stehen 23 Hitler. Alle aus Odessa oder Mukatschewo. Oder Lemberg. Hast du nie von unserem lieben Onkel Ben gehört? Welchen Onkel Ben? Der nach außen schielt? Nein, nein, der mit dem Kropf. Nie von ihm gehört. Schade. So eine Dummheit. Nein, aber Talmud. Noch ein Cousin. Ein Buch. Auf Deutsch? Auch. Ich erklär's dir. Ein Beispiel. Zwillinge fallen durch einen Schornstein.
Der eine kommt schmutzig heraus, der andere sauber. Ja, welcher wäscht sich? Der Schmutzige. Ach, falsch. Er sieht den Sauberen und hält sich für sauber. Also versuchen wir es nochmal. Zwillinge fallen durch einen Schornstein. Einer von ihnen kommt schmutzig heraus, der andere sauber. Welcher wäscht sich? Das Saubere. Der sieht den Schmutzigen, heult sich für schmutzig und wascht sie. Wieder falsch. Wenn Zwillinge durch einen Schornstein fallen. Ja, wie kommt es dann, dass der eine sauber und der andere schmutzig rauskommt? Hä? Siehst du, das ist Talmud. Das ist also Fien. So eine Dummheit. Nicht zu fassen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Was, Sie wollen mir einreden, diese Person ist der Tod? In Wien ist tot eine Frau. Was für diese Stadt spricht. So Blödsinn. Was hast die Betten herschaffen? Du vergisst eure Haustiere nicht. Du auch, Aschenputtel. Sonst gehst du wieder heim zum bösen Onkel. Ja, gehen wir, gehen wir. Warum kümmere ich mich gleich, mein Lieber? Ah, Maestro. Einen schönen guten Morgen. Tee oder Kaffee? Kommen Sie. Ich darf doch offen zu Ihnen sein, oder? Sie sind schließlich mein Beschützer. Selbstverständlich, Madame. Wundern Sie sich nicht, mein Lieber. Ich langweile mich zu Tode. Und so weiß ich wenigstens Bescheid. Himmlisch zum Beispiel geht jeden Samstag in die Spitalgasse. Aber nicht zu einem Fräulein, sondern zu den... Du? Die Merschmeier hat ihn damit in der Hand. Und dafür muss Himmlisch ihr einmal in der Woche... Eine meiner kleinen Freuden in diesem Kaff. Kommen Sie. Was sehen Sie? Wahnsinn, Versager. Reißt immer die Goschen auf und dann? Nix, gar nix. Also gehen wir, gehen wir. Oder kannst du das auch nicht? Ja. Arschloch. Die Sonne scheint, die Liebe... Die Sonne scheint, die Liebe ruft. Morgen, Hitler! Komm, aufstehen. Aufstehen, mein kleiner Künstler. Ich hab dir ein schönes Wiener Kulturprogramm zusammengestellt. Na? Umbringen! Ich hasse Walzer! Ich scheiß auf Kaiserschmarrn! Ich bleib hier, ich bin krank! Ich will allein sein mit meiner Besucherin! Geschlechtsverkehr, ja? Ja. Ich könnte dich knuddeln.
Der Hitler, der Strutzbe. Was ist Strutzbe, Schlummer? Was ist Strutzbe? Strutzbe ist, wenn jemand seinen Vater und seine Mutter schlumpft und dann die milderen Umstände bittet, weil er vollweise sei. Schreibst du in deinem Buch über Hitler? Auch. Über mich? Auch. Alles. Alles, alles. Sie sind also der Maler? Arbeit macht frei, meine Herren. Und Unordnung ist Gift für des Künstlers Ästhetenseele. Erzähl mir Geschichte, Schlomo. Ja, was für eine Geschichte? Alles, nur keine Geschichte aus der Bibel. Ach. Ich muss nur noch die Aufnahmeprüfung für die Akademie der schönen Künste bestehen. Maler, Musiker, Vegetarier, das sind oft Juden. Juden. Schau ich's aus. Gestatten Sie? Ihrem Schädelbau nach gehören Sie zum arischen Typus. Nichts für ungut. Sie müssen wissen, wir sind deutsche Nationalisten. Radikal. Wir sind für die Armee. Am Samstag schießen wir immer auf die Schmarotzer von Wien. Na komm, hüt mir du her. Geh, komm schon. Kompanie, vorwärts! Guter Stand. Schulter rein. Hier und hier das Ziel anvisieren. Das war der dicke Franzos. Der totale Krieg! Das war der Jud. Ein ganz gerissener. Na, Kamerad Hitler. Und zum Wohl, meine Herren. Prost. Prost. Sagen Sie, Herr Himmlischst, wie ist das Fräulein, das Schlomo her zu besuchen kommt? Schauen Sie, Herr Hitler, da verstehe ich die Welt nicht mehr. So ein fesches, armes, unschuldiges Mädel. Sie kennen das Fräulein? Ja. Unser liebes Fräulein Gretchen. So jung und schon vollweise. Ich? Der alte Jud hat sie verhext. Anders kann man sich doch sowas nicht erklären. Das ist doch gegen die Natur. Prost. Prost. Der schwarzhaarige Judenjunge lauert stundenlang satanische Freude in seinem Gesicht auf das ahnungslose Mädchen, das er mit seinem Blute schändet und damit seinem des Mädchens Volk geraubt. Nehmen uns das mit, Hitler. Da lernen Sie was. Donnerwetter. Ja? Der Schönere, der hat was drauf, hm? Schönerer! 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 Zum Wohl. Schön laut pfeifen, nämlich. Wenn's pfeifst, kannst du nichts fressen. Wo du frisches Fleisch eh so gern magst, gell? Sag mal, was steht denn der da wie ein Heiliger hinterm Dorf? Wer? Nicht der Student? Die Paarung zwischen Tieren. Der schmiert sich schon den ganzen Nachmittag Spucke in die Haare. Die glänzen schon wie Hundeeier in der Sonne. Frau Chefin, ist eigentlich die Bratwurst für den Pichler sein Geburtstag schon fertig? Ob die Bratwurst fertig ist für den Pichler? Sag mal, spinnst du? Schau, dass du weiterkommst, Schlampen! Ich werde mich vor Ihnen aber nicht ausziehen. Fräulein Gretchen, was denken Sie von mir? Ja, Sie haben doch gesagt, dass Sie mir als Eva zeichnen wollen. Ja, aber doch nicht nackt. Adam und Eva waren nackt, als sie aus dem Paradies ausgetrieben worden seien. Ich möchte das Motiv aber allegorisch auffassen. Ich sehe in Adam und Eva Arier, die die Reinheit ihres Bluts aufgegeben und dafür den Aufenthalt im Paradies verloren haben.
Sie sanken dann unter in der Rassenvermischung. Verstehen's? Nicht die Bohne. Jedes Tier paart sich nur mit Amgenossen der gleichen Art. Meise geht zu Meise, Fink zu Fink, der Storch zu Störchen, Feldmaus zu Feldmaus, Hausmaus zu Hausmaus, der Wolf zur Wölfin. Feldmaus zu Feldmaus und Hausmaus zu Hausmaus. Logisch, versteh. Sie wollen mich poppen. Wie bitte? Vögeln, rudern, bumsen und dann noch flachlegen. Vergessen Sie, Sie sind nicht mein Typ. Außerdem habe ich gerade meine Tage. Wie Sie sehen. Vor Schlummerherze haben Sie sich ausgezogen. Sie haben ja noch spioniert. Wissen Sie, vor wem Sie da gestrebt haben? Vor dem Mörder Jesu Christi. Grüß Gott, Fräulein Gretchen. Kommst doch mit an unseren Tisch. Aber ich bin schon verabredet. Bleiben Sie doch. Nur einen also. Bitte nimm uns meinen Sessel. Kennen Sie die Herren? Liebe, lustige Verse und romantische Psalmen. Neben den Weisen. Letzte Tage vor der Arbeit. Der siebte Tag aber ist der Tag des Herrn. Da sollst du keine Arbeit tun. Nein, da sollst du dein Mädchen ausführen, einen guten Tropfen trinken und auf den Kaiser schimpfen! Das ist aber kein Walzer jetzt. Hey, oh, deutsche Mädchen, vergesst nicht, dass ihr Deutsche seid! Und tanzt nur deutsche Tänze! Bravo! Was macht mit dem? Von den Gretchen! Papa, der Urheber wird sich noch wundern! Geh mal! Los, los! Sieh auch Hitler! Die neue Woche wartet nicht! Und ihr nicht! Stimmt was nicht? Nix stimmt. Wagner hatte recht. Die Juden und die Radlfahrer sind an allem schuld. Was hast du gegen Radfahrer? Sie fixen. Aber wegen der Finsternis in diesem Loch habe ich braune Pasta drauf geschmiert, wo sie doch schwarz sind. Jetzt schauen sie aus wie Händeldreck. Ja, nun, komm, nicht so nervös. Vor zur Hölle. Ja, hol tief Luft, Wichse. Schwarze Wichse über braune Wichse und der schwarze Wichse dunkler als das braune Wichse, während die Schuhe glänzen wie neu. Warum habe ich Braunau am Inn bloß verlassen? Ja, du, warum eigentlich? Überall Dreck, Gestank und Schlendrian. Wien, du Unschmelztiegel des Abschaums! Wo sind meine Hosen? Hier sind deine Hosen. Also ich rate dir, komm, deinen Kaffee zu trinken und dich zu entspannen. Und dann solltest du dich, ja, das ist ganz wichtig, dann solltest du dich waschen. Ja. Lass. Ich kümmere mich um den Knopf, damit du nicht mit offenem Schlitz in der Akademie erscheinen musst. Ach, nur schau dich mal im Zimmer um. Ich weiß, du bist verwöhnt worden, Mutis kleiner Liebling.
Aber über die Socke da in der Kaffeekanne, ja? Da solltest du nachdenken. Dies ein und einzige Mal will ich für dich aufräumen. Ab morgen! Ab morgen solltest du es selber tun, ja? Richard Wagner war auch Künstler. Und ich behaupte mal, er hätte den Socken nicht in der Kaffeekanne aufbewahrt. Ich schaue ich aus. Wie stehst du da auf dem Büschel? Was dagegen? Du siehst damit aus wie ein Hunde. Hunden schätzt man hier nicht. Die Akademie der schönen Künste ist notorisch, patriotisch. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Ich habe ihn wachsen lassen. Und er ist gewachsen. Alle großen Männer waren glatt. Komm her. Ja, hier ist es besser, ich beschneide ihn. Voll. Ich warne dich, Jude. Schweig. Selbst Jesus Christus hatte einen Nasenschart unter seinem Bart. Jude, ich schätze deine Handreichungen. Wenn meine Zeit gekommen ist, werde ich die angemessen entlohnen. Wenn du richtig alt bist, finde ich eine saubere Lösung für dich. Sicher auch so geputzt. Ich gehe in die Kunstakademie zur Prüfung. Ich werde Ihnen die Daumen drücken. Unsere Zukunft sehe ich in schillerndsten Farben. Ich werde für Sie sorgen. Ein deutsches Mädchen soll nicht arbeiten. Sie sind ja ganz durcheinander. Nein, ich mein's ernst, Fräulein Gretchen. Ich werde Sie heiraten. Mein Ruhm als Künstler wird hinab in die Welt strahlen, von unserem Hügel hinab, auf dem ich unser Haus baue, das kein Fremder erreichen kann. Ah, das Schlummo nicht? Vor allem der nicht. Dann vergessen Sie es. Ich lieb ihn, Schlummo. Niemand kann Geschichten erzählen wie er. Du wartest auf Hitler? Deine Güte zu diesem Grafiker grenzt an mütterlichen Masochismus. Bleicht solche Sandler! Das ist die Akademie und in den Augen des Allmächtigen, wie Gastfreundschaft, so schwer wie Gottesdienst. Das Gesetz ist mein Licht. Aber ich muss schon sagen, dieser Bauer macht es mir nicht leicht, es zu befolgen. Ja, er ist faul. Schläft den ganzen Tag und nutzt mich nur aus. Gott braucht den Menschen, auch der Mensch braucht den Menschen. Aber du hast etwas von deiner Menschlichkeit verloren, seitdem du den Grafiker bedienst wie eine Mutter. Ich mache mir Sorgen um dich. Gruber Martin, Hartl Johann, Hillebrand Karl. Wo war ich stehen geblieben? Hitler Adolf. Ja, danke. Hitler Adolf. Ja, wo ist denn der Hitler Adolf? Ja, hier bitte. Ja, aber hier ist er nicht. Hillebrand Karl, Hiller Eduard, Kronenberg August.
Mein Karl Nepomuk Hans Obonja Walter. Ich mache mir Sorgen um ihn. Er ist doch noch ein Kind. Potenzielle Selbstmörder erkenne ich auf einen Blick. Was ist denn los? Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Was ist denn passiert? Niemand liebt mich. Doch, doch. Ich, hörst du, ich liebe dich, ja? Komm. Gefühllose Bestie! Ja. Komm, schiefgelaufen? Schiefgelaufen? Es ist herniedergefahren wie ein Blitz aus heiterem Himmel und hat meine jugendliche Zuversicht versenkt. Ich wurde nicht genommen. Ach, ja, warum? Warum? Das werde ich doch nicht fragen. Sicher hat er Angst vor meinem Talent, dieser Herr Baron. Von Kropf oder Tropf. Nein, von Topf. Du kennst ihn? Sind Sie sein Vater? Ja. Warum ist Hitler zu mir nicht in persona gekommen? Der Junge ist so schüchtern. Am Inn Oberösterreich? Deutsch, katholisch, Vater K&K Oberoffizial. Ja, ich bin schon in Rente gegangen. Also hier steht, wenig Köpfe. Mit dem Resultat, Probezeichnung ungenügend. Die Entscheidung wurde einstimmig getroffen. Also, dann zeigen Sie mal Ihre Mappe. Hoffnungslos, junger Mann. Das war schon das zweite Mal. Anstreicher? Lieber Stirbi! Aber was ist daran so schlimm? Verräter. Was? Dolch in meinem Rücken. Weltweite Verschwörung der Anzions. Du steckst mit dem Kopf unter einer Decke. Du hast ein Komplott schmiedet, um meinen Aufstieg zu den Gipfeln des Ruhms zu verhindern. Ich hätte es wissen sollen, doch ich war ahnungslos. Schön hast du das. Diesem Schweinebaron ausgeheckt, Jud. Du hast mein Vertrauen missbraucht. Du hast dich als mein Vater ausgegeben, um mich beim Rektor Maul Adolf! Bald! Es ist schon spät. Hit! Wir müssen wohl schlafen. Nach vorne! Über Barrikaden, die Knechtschaft. Aufstehen, Herrschaften! Kommissar. Der Herrgott hat den Tag für euch alle gemacht. Da wäre ich mir nicht so sicher. Die Prinzessin ist auch schon runter von der Erbsen. Ja,
Mädchen, kannst was lernen. Das ist das Leben. Manche sind die Schlechter und manche werden geschlachtet. Ne, Chefin? Na, schau. Es ist doch eh schon wieder ganz ruhig. Weißt du, was der Rektor zu mir sagte, als ich ihn um Erklärung bat? Aus meinen Zeichnungen sei ersichtlich, dass meine Fähigkeit nicht auf dem Gebiet der Malerei, sondern der Architektur liege. Er konnte zunächst gar nicht glauben, dass ich bisher weder eine Bauschule besucht, noch sonst einen Unterricht in Architektur erhalten hatte. Aber Hitler, ich war dabei. Mehr als eine Küchenwand zu streichen, wirst du ihn verboten werden. Musst du denn alles kaputt machen? Ich hab mich schon als Baumeister gesehen. In Berlin hat man einen Wettbewerb für ein neues Opernhaus ausgeschrieben. Ja, aber dazu braucht man Hochschulreife. Ach was, mit dem Strom schwimmen nur tote Fische. Was kritzelst du da? Komm, 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 da geht dich nichts an. Misch dich da nicht rein, das ist mein Kampf. Nee, du schreibst was über mich. Ihr werdet das Genick brechen, wenn jemand von meinem Untergang an der Kunstakademie erfährt. Nein, da kannst du ganz beruhigt sein. Ich werde niemandem was erzählen. Schlomo, Jopunga, und ich bin blank. Könntest du mal vielleicht... Nein, Hitler. Nein, ich könnte nicht. Geh arbeiten. Verdien dir dein Geld wie alle anderen Menschen. Oder aber betteln, bitte, ja? Und bleib niemandem auf der Tasche liegen. Ich hab dich durchschaut. Du wartest auf Gretchen. Du willst dieses reine, unschuldige Wesen verführen. Deshalb willst du mir loswerden. Aber eines sag ich dir. Nicht mit mir! Warm halten in den Wiener Wintern. Danke. Schlomo, schreibst du in deinem Buch auch über Jesus? Ja, auch über den. Und was schreibst du von Jesus? Ja, nur was, dass ich ihn liebe. Warum hast du ihn dann getötet? Ich? Ja, wer hat dich mit solchen Gedanken verseucht? Hitler ist noch jung und dumm. Nimm mich nicht ernst. Und die Evangelisten? Ach Gott, du Tratschsammler. Was wissen die schon? Nichts wissen die, weil sie nicht dabei waren. Nee, aber ich war dabei. Erzähl weiter, auch wenn du lügst. Ja, natürlich lüge ich. Schon als Kind war ich der beste Lügner von Budapest. Ich werde dir jetzt meine berühmteste Lüge erzählen. Meinem Vater rettete sich die Seele. Es geschah 1848 in Budapest, als die Kosaken die Stadt überfielen. Sie töteten alles. Alles, was sich bewegte. Ich versteckte mich, klein wie ich war, in einem Fass und sah alles. Ein Kosak schwang den Säbel und trieb meine Mutter in die Ecke des Hinterhofs. Er setzte zum tödlichen Schlag an. In diesem Augenblick rannte mein Vater aus seinem Versteck heraus, warf den Kosaken aus seinem Sattel und schmetterte ihn an die Wand. Der Kosak war tot. Mein Vater half der Mutter aufstehen. Er holte mich aus dem Fass. Und wir fielen uns glücklich in die Arme. Ja, kein Wort davon ist wahr. Die Wahrheit ist, dass mein Vater den Winterpalast in St. Petersburg stürmen hört, um den bösen Kopf des Zaren an der Marmorwand zu zerschmettern. Ja, meine Brüder glaubten mir und informierten die Gendarmerie. Na ja, gut, sie verhörten mich und ich sagte ihnen die Wahrheit. Ja,
Die Gendarmen zerrten meinen Vater aufs Revier und mit Gewalt zwangen sie ihn zum Verhör. Ich saß ihm gegenüber mit einer Tasse heißer Schokolade vor mir. Die Gendarmen sagten, ja, komm, erzähl uns von den Attentatsplänen gegen die Zaren, wie dein kleiner Sohn es uns erzählte. Mein Vater schaute den Gendarm ruhig an. Ja, das Bubel hat die Wahrheit gesagt. Und da der Zahn nicht in der Nähe ist, werde ich jetzt eure Köpfe an der Wand zerschmettern. Mein Vater stand auf und stürzte sich auf die Gendarmen. Ach Gott, eine Horde Gendarmen stürmte in die Stube und schlug meinen Vater vor meinen Augen. Ich sah, wie er zusammengekrümmt ein kleines Häuflein da in der Ecke lag. Und wie er seine zerbrochene Brille vor den Hieben der Gummiknüppel einfach schützte. Ja, verstehst du? Wie Blut seinen kahlen Schädel herunterrann. Bis in die Seele verließ. Naja, so geschah es, dass zur Abwechslung mal der Vater für den Sohn gestorben ist. Gretchen! Ich würde dir am liebsten alle wie Ungeziefer vergiften. Ausrotten. Und von was darf man dann leben, du Schlauberger? Da liegt doch einmal dein Hirn, wie die Kuh den Schwanz. Was haben wir denn heute für einen Tag, Himmlicht? Nicht schon wieder, Chefin. Also, hereinspaziert und schön sauber gewaschen, gell? Grete, komm endlich runter, du Schlampen! Helfen Sie einem armen Krüppel. Danke. Helfen Sie einem armen Krüppel, einem Opfer der Bürokratie. Nein. Lobkowitz, ich hab geweint, weil du so schön gespielt hast. Ja, du hast gespielt wie Gott. Schlomo, du glaubst, du bist Schlomo Herze. Ja. Und ich glaube, ich bin Gott. Ach, yes. Beide können wir recht haben. Helft einem Krüppel, der die Heimat verteidigt. Helft! Grüß Gott, Herr Hitler. Ja, was schauen Sie denn wie ein Bettler in die Mösen? Sie wissen schon, dass Sie mit der Miete hinterher sind, gell? Mhm. Ich warte drauf wie ein Huhn auf den Rotz. Warum so streng? Herr Hitler bekommt ein Stipendium. Er wird Ihnen die Miete schon bezahlen. Okay. Ein Stipendium? Ja, gnädige Frau. Als Vollwaisen steht mir die Unterstützung zu. Ich werde Ihnen alles mit Zinseszins bezahlen. Ja, wollen wir es hoffen, gell? So, komm. Ab zur Beichte, Fräulein. Kopf hoch, mein Junge. Ja, auch Betteln will gelernt sein. Du, glaub mir, das ist nichts für dich. Warum versuchst du es nicht mit dem, was du kannst? Hä? Warum machst du keine Ansichtskarten als Souvenir? Ich könnte sie verkaufen und den Gewinn, den teilen wir. Hä?
So. Oh, du weinst ja. Unsinn. Niemals. Selbst beim Begräbnis meiner Mutter drückte und drückte ich. Aber keine Träne. Nix. Ja, drücken hilft nichts. Wahre Tränen werden nachts geweint. Rührend. Kannst mal zeigen, wie man weint. Denk an was Trauriges. Ach, was ist mit deiner verstorbenen Mutter? Ja, komm, schließ die Augen, Hitler. Und stell sie den Tod im Sarg vor. Was genau siehst du? Ja, ich sehe sie tot in ihrem Sarg. Ja, und was trägt sie? Dirndl. Hör auf zu kichern, ja? Wie sieht ihr Gesicht aus? Wie Käse. Aha. Siehst du sie jetzt? Ja. Ja, dann sag was zu ihr. Irgendwas, was du ihr schon immer sagen wolltest. Du bist nie dahinter gekommen, wenn ich gelogen hab. Du hast da nie gemerkt, dass ich dir Geld aus der Handtasche stahl. Du hast da nicht geahnt, dass ich die Durchschlüsselloch beim Baden beobachtete. Ach. Du rechnest mit meiner Dummheit. Du scheinst mir grenzenlos ehrlichem Aria weit überlegen. Du spinnst mit übelster Schmeichelei meinen gesunden Geist, um mich zu Lastern zu verführen. Du ewiger Blutegel am gesunden Volkskörper. Aus dem Dunst und Nebel deiner Phrasen erhebt sich grinsend die Fratzen des Judentums. Tag, Fräulein Gretchen. Diese neue Bluse passt Ihnen vortrefflich. Ich weiß genau, wo Sie hinschauen. Haben Sie denn heute keine Kunstakademie? Na, heute werde ich im Plenär arbeiten. Die St. Michaeli-Kirchen zeichnen. Kommen Sie doch mit. Wirklich? Schauen Sie, Herr Hitler, das ist ein Bild, das sollten Sie malen. Genießen Sie diese Anblick. Die herrliche Barockstil-Ringe richtet sich auf. Hier sehen Sie die berühmte Pestsäule. Mit dem Attentat wie den heiligen Sebastian mit seinen Pfeilen. Wien, Land des Walzers, Land der Kunst. Schauen's, was ist so ein Zufall? Guckerutz im Zwielicht. Das ist ja wirklich Ihr Bild. Sie müssen ein sehr guter Maler sein, wenn schon jetzt Ihre Bilder ausgestellt werden. Ich wollte das Bild zuerst nicht hergeben. Aber Herr Rosenthal hat mich so angefleht, dass ich es nicht übers Herz gebracht habe, ihn abzuweisen. Ihr könnt natürlich viel mehr verlangen als 50 Kronen, die er mir dafür gab. Großartig. Sie können ja neues malen. Na, ich würde nie das gleiche Bild zweimal malen. Sowas machen nur ehrlose Pfuscher. Wie ich sehe, ist der Herr ein Maler. Ja, und ein guter. Herr Hitler studiert an der Kunstakademie. Mein Mann hat sich dieses Bild für 2 Kronen von diesem Schlomo Herzl aufschwatzen lassen. Entschuldigen Sie bitte vielmals, falls ich Ihren guten Geschmack beleidigt habe. Wie viel haben Sie schon verkauft?
Ach, die Kunst geht weg wie warme Semmeln. Also beispielsweise heute an die 20. Wie viel? Na ja, 15. Nicht eine einzige, mein Lieber. Der junge Hitler ist stur. Nur Kirchen. Ich habe mich gefreut auf das Zeichnen draußen. Jetzt kopieren Sie die Kirche von einer Postkarte. Das kann die ja. Ach was. Kirchen liegen wir nicht. Nur ein Brotgewerbe. Schlomo verkauft das und die kann meine Miete bezahlen. Ihnen gedenkt, Sie zeichnen die Kirche für die Kunstakademie. Hat denn der alte Knacker was über mich erzählt? Na, wieso? Sagen Sie mir die Wahrheit, Fräulein Gretchen. Sie seien ein komisch, Hitler. Hey, ich will für Sie nur das Beste. Ich weiß nicht. Er hat Ihnen also doch über mich erzählt? Na, er hat mir nur eine sehr traurige Geschichte erzählt. Ja, mit seinen ewigen Geschichten. Diese widerliche Kreatur hat um Sie ein Netz gesponnen, aus dem Sie alleine nicht zurückfinden. Der Jude hat Sie mit seinen Geschichten infiziert, sodass Sie von ihm völlig abhängig sind. Ich bin vielleicht jung, aber nicht blöd. Sie kümmern sich um den Jungen wie um Ihren Sohn, den Sie nie hatten. Er ist nicht gerade dankbar. Entschuldigen Sie meine Neugier, aber wie ist das? Wie ist was? Sterben. Als ob Sie das nicht wüssten. Man stirbt am Tage der Geburt. Jedes abblätternde Hautschüppchen, jedes ausfallende Haar, jeder vergessene Name ist ein täglicher kleiner Tod. Der Große ist nicht viel anders. Kämpfen Sie nicht dagegen an, rate ich Ihnen. Geben Sie nach. Tut es weh? Es ist eher wie geboren werden. Wenn Sie sich nicht sträuben, ist es leicht. Sie schlüpfen einfach in eine andere Zeit. Und wann bin ich dran? Es gibt eine Zeit zum Gehen und eine Zeit zum Tanzen. Ich arbeite nicht nach Alphabet. Ich habe heute keinen Herzl dabei. Begleiten Sie mich trotzdem? Ich habe eine Überraschung für Sie. Und der Fahrrad? Ich dachte, Sie würden sich freuen, wenn ich Sie in des großen Wagners Opus Rienzi ausführte. Ohne Scheiß? Sie nehmen mir wirklich mit in die Oper? Unter einer Bedingung. Sie müssen mir versprechen, dass Sie Schlomo diesmal nicht besuchen. Nur um mir zu beweisen, dass Sie von ihm wirklich nicht abhängig sind. Versprochen. Viele waren es. 99. Ja, warum gerade 99? 300 würdest du sagen, ich übertreibe schon wieder. Schau, was die Bestien getan haben. Liebe deine Feinde wie dich selbst. Komm, Lobkowitz, ich helfe dir. Im Licht! Raus, ihr Zecken! Auch wenn's Wochenende ist! Aufstehen, Hitler. Es ist schon spät. Und es ist Schabbes. Gestern habe ich ein paar von deinen Bildern verkauft. Hier ist dein Anteil. Geh spazieren, mach was auch immer. Ich erwarte Besuch. Das ist alles? Wie viele hast du verkauft? 3. Du lügst. 1. Erwischt. Wieso gibst du mir dann 3 Kronen? Weil ich dich endlich loswerden will. Zieh dich an und verpiss dich. Schon gut. Ihr werdet schon weg sein, wenn die Dame erscheint. Falls sie erscheint. Was soll das heißen? Schlomo, was ist Fellatio?
Da, bitteschön. Amüsier dich gut. Schlomo, unter uns ist dieser Beischlafer Tatsache. Wie meinst du das, Tatsache? In Linz hat mich der Vikar wissen lassen, dass er das ist. Was ist? Er sagte Vorsicht. In Wien tun sie es wirklich. Tun was? Naja, du weißt schon. Männer und Frauen zusammen. Wie die Hund. Nicht wie die Hunde, Adolf. Nicht in Wien. Nimm ihn noch mal, Adolf, und ich dreh den Häuser. Ist das schön? Ja, manchmal. Die Bevölkerung wächst. Adolf. Es ist Sünde. Nein. Des Menschenfreude ist Gottes Freude. In kleinen Dosen. In Braunau am Inn sah ich im Sommer eine Frau. Sie trocknete ihren nackten Hintern im Zwielicht. Sie hob ein Bein und ich sah ihre Mitte. Sie war schwarz wie die Nacht. Wo bleibt eigentlich das Gretchen, Schlomo? Du weißt, warum Gretchen nicht kommt. Stimmt's? Na. Du bist ein mieser Schauspieler. Du solltest in die Politik gehen. Glaubst wirklich? Ja. Du musst deine Grammatik verbessern. Du musst Lektionen in Rhetorik nehmen. Glaub mir, die Masse, die ist wie ein Weib. Du musst sie hofieren, du musst sie schmeicheln. Du musst ihr was bieten, was ihr gefällt. Damit sie dir gefügig wird. In einem Band, wie sie dem Ende entgehen, das erfahren sie hier. Für nur 1,50. In Wien muss der arme Handwerker am Samstagnachmittag betteln, um die Arbeit seiner Hände zu verwerten. Und bei wem? Bei was hast denn du wieder für einen Schatz? Boah, Psufe. Der größte Teil der Presse ist in ihren Händen. Das Großkapital ist in Judenhänden und die Juden üben hier einen Terrorismus aus, wie er Ärger nicht erdacht werden kann. Na komm. Guck mal, was zitterst denn mit dir so? Und du? Schau nicht so deppert. Du bist ein echter Esel, Schlomo. Bin ich ein Esel, weil ich dein Freund bin, oder? Bin ich dein Freund, weil ich ein Esel bin? Mir machst du nichts vor. Der Grafiker hat dir deine Schicksal ausgespannt und du nährst diese Schlange noch an deinen Busen. Der bei uns im Lande herrscht,
ist darum durch die Juden entfacht. Lasst uns ihnen zu Leibe rücken, Kameraden! Ich werde sie heiraten. Mein Ruhm als Künstler wird hinab in die Welt strahlen, von unserem Hügel hinab, auf dem ich unser Haus baue. Du hast recht, Lobkowitz. Ich bin ein gottverdammter Esel. Das geschieht mir recht. Wenn ich, hässlicher alter Sack, mich in ein Kind verliebe. Du darfst mir nicht sterben. Ich bin stolz auf Sie, Fräulein Gretchen. Dann sollten Sie meine Hand küssen und nicht lecken. Papalapap. Diesen Abend haben Sie sich verdient. Sie bereiten mir heute eine große Freude. Sie sind ein starkes, prächtiges Mädchen, das ein Wort hält. Eine wahrlich deutsche Tugend. Cola Rienzi. Wie ein blitzender Lichtstrahl erscheint er unter seinem tiefgesunkenen, entarteten Volk, das er befreit und erlöst. Eine wunderschöne, eine äußerst tragische Geschichte. Was ist mit ihm passiert? Er wurde von seinem eigenen Volk gestürzt und getötet. Warum? Warum? Weil der Böbel die Natur des Genies niemals verstehen wird. Donnerwetter! Bist du mir noch böse, Schlomo? Ich? Warum antwortet ihr Juden immer mit einer Frage? Ja, warum sollen wir denn nicht mit einer Frage antworten? Ich hab dich vermisst, mein Täubchen. Ich schäme mich so vor dir. Ja, aber du brauchst dich nicht schämen. Jetzt wirst du das in dein Buch schreiben. Ja, was denn? Dass ich dich verraten habe, wie Judas in Christus. Ja, aber wir Juden glauben gar nicht an das Neue Testament.
Hitler, das ist Kitsch. Und ein schrecklicher dazu. Aber das hier, das wird dir gefallen. Erringen Sie die Macht über andere Menschen. Erfolg garantiert. Ganz anderes. Zum Beispiel? Die Welt. Was denn, die ganze? Ja, und England mit den Dunden und Russland mit den Muschiks. Ich will sie alle haben. Sei vernünftig. Adolf, bedenk doch, wie unterschiedlich all die Völker sind. Unsinn. Ich werde dastehen mit einer riesen Peitsche. Und all diese Menschen ans Ende der Welt treiben. Schön aufgereiht drängen sie sich an den Rand. Die Welt ist rund, Adolf. Es gibt kein Ende und kein Rand. Das werden wir ändern. Sie alle hängen da vom Rand der Welt, bis ich ihnen auf die Finger trete und sie hoppla, 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 kreischend herunterfallen. Was meinst du dazu? Wenn du auch nur ein einziges Wort unserer vertraulichen Unterredung in deinem Buch schreibst, dann Judah Barek! Und spreche ich nie wieder mit dir. Nicht einmal dann, wenn ich deine Asche in alle Winde streue. Das Leben im Ganzen ist eine unheilbare Krankheit. Kaffee? Gern. Kaffee dezimiert die Hirnzellen und verursacht Krampfadern. Ich muss sagen, ich bewundere Ihren Mut. Das ist das, was ich an Wien so mag. Die Schwere des Nikotins, die in den Salons und in den Kaffeehäusern hängt. Sie schreiben ein Buch, höre ich? Ja, ja, ja. Ich versuche es. Wovon handelt es? Von Ihnen. Wie heißt denn das Buch? Mein Kampf. Mit dem Tod? Und wer gewinnt? Na. Die Liebe. Die Liebe ist stärker als der Tod? Das habe ich noch nie gehört. Sie entschuldigen mich. Oh, bitte. Was gehört das jetzt? Ich muss zu einer Verabredung. Ein gewisser Waldviertler. Seine Liebe war offensichtlich nicht stark genug. Ich habe mich gern mit Ihnen unterhalten, mein Herr. Das ist keine gute Idee. Schlumpst. Lomo. Komm. Ja. So, mein dicker Sportsfreund. Da
Donnerwetter. Mmh, du Mistsackel! Putz es auf! Ach, bitte. Hört perfekt. Schließt sie die Augen. Ich werde jetzt bis 10 zählen. 1. Ihr Kopf wird immer leichter. 2. Ihr Atem wird langsamer. 3. Sie spüren ihre Füße nicht mehr. Ein Haaregrätchen. Triefen vor gesundem Volksempfinden. Hüte dich von nun an bis in alle Ewigkeit vor jeglicher Versuchung der Rassenschande. Besonders mit diesem Juden Schlomo. Ja, ich werde mich hüten. Auf den Weg! Schwöre, ich werde niemals mehr den Juden Schlomo besuchen. Ich schwöre. Und jetzt zieh dich aus. Und Schlomo? Was dir fehlt, Heinrich? Richtiges Weib. Mit Riesentitschen. Und einer saftigen Möse. Eine, die dich mal richtig hart in die Mangel nimmt. Meine Herren, in einer Möse könnte ich auch wohnen, wenn ich nur mein ein Schnäppchen. Ein paar Kameraden zum Rattenschießen hätte. Das ist eine verdammt gute Idee. Der Kampf beginnt, Kameraden. Von heute an wird auf was ganz anderes geschossen. Donnerwetter. Wir müssen uns gegen die Judenverschwörung organisieren. Wir gründen die pangermanische Bürgerwehr. Jawohl! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Auf zu den Schmarotzern! Ist dieser Alte wirklich der Tod? Die Tod. Oder einer dieser Donaudeppen, wie du einer bist. Sie ist, was sie sagt. Genau wie ich. Diese verrückte Stadt ist voller Leute, die nicht sind, was sie sind. Hier, wer ist das schon? Lobkowitz. Ich habe Angst. Ich habe dich gewarnt. Sie haben mich enttäuscht, Herzog. Ich habe Sie als Gast eingeladen und Sie haben mich bestohlen. Und warum? Nur um Ihr erbärmliches Leben zu retten. Die Liebe sei stärker als ich. Und wenn es hart auf hart kommt, haben Sie die Hosen voll. Sie haben geglaubt, wenn Sie Ihr Kärtchen verschwinden lassen, werden Sie unsterblich? Es war nicht meine Karte. Wessen dann? Ja, das kann ich nicht sagen. Ja, damit. Sie ist weg. Hitler? Ja. Sie wollen doch nicht im Ernst behaupten, dass Sie diesen Widerling lieben. Niemand, nicht einmal Ihr Freund da, kann Hitler ausstehen. Die Heilige Schrift sagt, wir sollen unseren Feind lieben wie uns selbst. Ja, Hitler ist nicht mal mein Feind. Nein, er ist nur sehr jung. Naja, und dumm. Tja, was weiß ich, was aus Hitler werden wird. Vielleicht doch ein Gerechter. Und vielleicht ist gerade das meine Aufgabe, dass er das wird. Und wenn er Verbrecher wird, dann tragen Sie Mitschuld. Ja, warum es nicht versuchen? Morgen ist ein anderes Wort für Hoffnung. Gut. Sie haben Hitlers elendes Leben um ein paar Tage verlängert.
Ist es das, was Sie wollten? Das mag der Sinn der Dichtung sein. Den Tod zu beschwatzen und hinzuhalten. Entschuldigung, weg! Sind Sie sicher, dass Sie den da retten wollten? Beim nächsten Mal gibt's was ganz anderes ins Kreuz als Salz. Verdammtes Ungeziefer. Was ist noch einmal Fellatio? Hast du den Boden gekehrt? Nein. Meine Socken gestopft? Nein. Meine Hosen gebügelt? Nein. Den völkischen Beobachter beobachtet? Ja. Ihr verdammten Juden macht's aus jedem Zigeunerfurz abpredigt. Rassier mich. Hitler, du missbrauchst meine Menschlichkeit. Ich bin weder dein Butler, noch dein Name. Entweder du besserst dich oder du fliegst hier raus. In dieser letzten Woche hast du dir einige der schlechtesten Gewohnheiten sowohl der Deutschen als auch der Juden zugelegt. Also wenn du schon nicht arbeitest, dann lern doch wenigstens etwas, zum Beispiel deinen Arsch richtig abzuwischen. Eine Fertigkeit, die deine gesegnete Mutter dich offensichtlich zu lehren vernachlässigt hat. Pass bloß auf, sonst bestelle ich die zum Abendessen. Wenn du noch einmal die heilige Bibel nach meinem geliebten Vogel schmeißt, dann schneide ich dir deine heidnische Gurgel durch. Was du meinst? Wenigstens wissen wir jetzt, wo wir stehen. Ich dachte, wir wären Freunde. Ja. Einen Schritt weiter und ich drehe ein Häus um. Nein, bitte. Du hast gewonnen. Das Maß ist voll, Jude. Bitte um Vergebung. Gib schon die Hand weg da. Eins, zwei, drei. Himmlisch! Das wird nicht mehr vorkommen, Izzy. Das verspreche ich dir. Ich setze das Ungeheuer in die Luft. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, sich unmoralisch, asozial und asozial gegenüber dem minderjährigen Opfer verhalten zu haben. Ihm wird vorgeworfen, Ehrenwerte Bürger, armes Kind, vollkommen wehrlos, immer wieder, skrupellos und Rassenschande. Der Name des Täters. Wie soll's mir gehen? Schlecht. Ich habe doch den jungen Hitler behandelt wie einen Sohn. Es könnte auch schlimmer werden. Wie könnte es denn noch schlimmer werden? Ihr Gretchen den Kopf verdreht. Ach was. Es könnte noch viel schlimmer werden. Was redest du denn da? Der Mensch, um den ich mich wie um meinen eigenen Sohn kümmere, bringt mich ins Gefängnis. Das Mädchen, das ich liebe, verführte und zwingt sie gegen mich auszusagen. Dann sag mir, wie es noch schlimmer hätte kommen können. Es hätte mir passieren können. Ja. So, jetzt stärkt euch erst einmal. Ein Brioche-Kipferl frisch aus dem Ofen, Butter, Marillenmarmelade, Lindenblütenhonig, von mir selbst gepresster Orangensaft, zwei Spiegeleier, Kaffee Ole Oli. Bitte, meine Herren. Was wollt ihr von mir? Das Werk, das der Meister beendet hat. Ohne Zweifel ein Meisterwerk, dein Buch, das du geboren hast. Wo ist es? Wo ist was? Dein Meisterwerk. Mein Kampf. Ja, es ist noch nicht wirklich fertig. Wenn alles gut geht, was ich bezweifle, dann könnte ich in ein paar Monaten etwas Lesbares liefern. Schlomo. Ja.
Wo ist es? Ach, du meinst das, in dem steht? Deine Schenkel sind wie Juwelen. Und deine Brüste wie runde Becher, aus denen süße Milch fließt. Soll dein Vater seinen stinkerten Schwanz in die kaiserlich-königliche Fotze deiner verwesten Mutter treiben? Wo ist es? Immer mit der Ruhe, Gretchen. Die Kleine ist ungeduldig. Lass es dir erklären, Schwummer. Ja, Erklärungen liebt ihr Juden ja, oder? Es wäre praktischer, du gibst uns das Buch. Wir möchten dein Meisterwerk gern studieren, bevor es der Nachwelt überreicht wird. Ich habe deinen Rat befolgt und bin in die Politik gegangen. Da die Vorsehung mich nun dazu auserwählt hat, mein Leben der Öffentlichkeit zu widmen, muss ich auf meinen Ruf Wert legen. Falsche Eindrücke vermeiden. Du hast in deinem sogenannten Tagebuch ein oder zwei Andeutungen über mich nichtswürdigen fallen lassen. In deiner unnachahmlichen Prosa einige meiner rührenden Unzulänglichkeiten beschrieben. Solche Geschichtsklitterung ist ein legitimer Kniff. Aber in meinem Fall, zu Beginn der neuen Karriere, kann es zu Missverständnissen unter den Massen kommen, deren Mitarbeit ich unglücklicherweise bedarf. Versteh mich nicht falsch, Schlummer. Es geht, Gott behüte, nicht darum, dein Meisterwerk der Zensur zu unterziehen. Aber wann du so nett wärst, uns Einblick in das Manuskript zu gewähren, so könnten wir uns vielleicht veranlasst sehen, ein paar editorische Anmerkungen zu machen, die, falls es nötig sein sollte, ein oder zwei 20. falschen Eindrücke zu korrigieren. Wo ist das Scheißbuch? Warum gibst du der Bestie das Buch nicht? Damit er sich endlich zufrieden gibt. Hitler wird sich nie zufrieden geben. Das soll sein böses Ende nehmen. Nach Deutschland, mit Hitler und den anderen. Über 40 sind wir schon. Unser Kampf beginnt als wie ein Flächenbrand. Keiner kann uns mehr aufhalten. Und unsere Bürgerwehr wird von vielen ehrbaren Menschen mit Geld unterstützt. Menschen, die sich nach Ordnung sehen. Weißt du was? Du gehst nirgendwo hin. Sonst zeige ich dich an bei der Polizei wegen deiner Knaben. Und dann werden wir schon sehen, wer hier der Kinderschänder ist, gell? Kameraden, wird zurückgeschlagen. Wir müssen das Buch finden, bevor wir verschwinden und wenn wir diese Ratte ausräuchern. Ich werde jedes Millimeter umgraben. Endlich! Räuchert einmal, wer den Saustall da aus. Thank you.
wenn er es im Dickdarm versteckt hat. Wir prügeln es aus ihm raus. Packt eure Sachen, Sandler. Ihr könnt's gehen. Beim Herrn Hitler und seiner Verlobten sollten Sie sich bedanken. Gute Menschen. Er hat den jungen Franz dazu bewegen können, die Anzeige gegen Sie zurückzuziehen. Aber Kinderschänder. Liebt man hier nicht. Geh mal, quält ich's nicht. Runter mit dir. Na komm her, geh mal. Wie ich höre, hast du dein Buch doch bei dir, mein Herzelchen. Schade. Mein Kampf ist ein guter Titel. Ich hab's gegessen. Ist das Buch weg, ist das Problem weg. Eben nicht. Wieso? Du bist das Problem. Das Buch ist in deinem Kopf. Was soll ich bloß mit dir tun, Schlomo? Hättest du eine schöne Tätowierung, könnt man wenigstens einen Lampenschirm aus dir machen. War nur ein Witz. Ich nehme dich mit nach München. Als Talisman. Halt! So ein bisschen Probe. Nein! Das kann ja nicht schaden für die Reise, nicht? Das Spiel ist aus, Hitler. Runter da, wir gehen. Finita la Commedia. Habt ihr das gehört? Deppen. Der eine will Gott sein, die andere der Tod. Und der dritte liebt mich, dass ich nicht lach. Dem Tod bringen wir das Handwerk schon selbst bei. Der Anfang einer wundervollen Freundschaft. Himmlisch! Festnehmen! Bravo, Herr Hitler! Jetzt heißt es Abschied nehmen. 5 Jahre! Jammer und Elend sind der Namen dieser verhärteten Stadt. 5 Jahre, in denen ich erst ein Hilfsarbeit. Halt euch! Halt jetzt hier! Ich erzähle einen Witz. 2 Tschecher hingen am Kreuz. Der eine ist am Stöhnen. Fragt der andere, tut's weh? Nur wenn ich lache. Meiner Wiener Leidenszeit dank, dass sie mir mein Volk wiedergegeben hat und dass ich gelernt habe, zu unterscheiden zwischen den Opfern und den Verführern! Heinrich! Hitler? Sie Versager! Wo sind Sie? Wo sind Sie denn? Himmlisch! Du bist ein unverbesserlicher Optimist. Austreten zur Vereinigung! Und zwar Dalli! Sie haben die Überraschung. 2 Reihen auf den Hof! Und denen die Namen nachholen. Los! Letzte Nacht hatte ich einen Traum. 6 hätten sie mich geweckt mit Tee, Schmalz und Zwieback. Dann Frühstück, 4 Gänge. Anschließend Kaiserschmarrn. Mittagessen, 8 Gänge. Anschließend Kaiserschmarrn.
Bis gestern mit 10 Arzthäppchen. Um 5 Sandwich und Sachertorte. Dinner 10 Gänge, anschließend Kaiserschmarrn. Suppe um 10, Kaviar Beluga, Lobster American Style. Zur Nachtruhe heiße Milch mit Mozartkugeln. Und sie geben mir keine Chance zum Scheißen.